Willkommen zur Mensakritik Paderborn in Kalenderwoche 21 des Jahres 2022. Ja, diesmal gibt es folgende Gerichte: am Dienstag den Salat, am Mittwoch überraschenderweise mal Nudeln, was ich ja persönlich eigentlich nicht so mag. Donnerstag war Feiertag und Freitag Hirse zur Chinipfanne. Genau, Montag ist wie jetzt auch die kommenden drei Montage werden halt noch ausfallen, weil ich dort quasi etwas mache. Deswegen wird es auch die kommenden drei Montage erstmal nichts geben. Ja, das dazu, dann starten wir. Salat mit Hähnchenbruststreifen vom Dienstag, 24.05.2022, 3.20 Uhr. Ja, das einzige Gericht eigentlich so aus Paderborn, was erhöht worden ist tatsächlich vom Preis. Ist natürlich mal wieder schade, dass ausgerechnet mal wieder ein gesundes Gericht erhöht worden ist, weil das hat eigentlich immer 2,80 gekostet, deswegen ja, ist natürlich ein bisschen schade drum. Also, ja, hier haben wir den Salat, frischer Salat, ganz klar mit Radieschen und Gurkenstreifen noch verfeinert, schön knackig, schön leckere zarte Hähnchenbruststreifen, also schön lecker. Klar, es ist natürlich jetzt um 40 Cent erhöht worden. Das ist das einzige Gericht tatsächlich bisher, was in Paderborn tatsächlich erhöht worden ist von den preislichen Faktoren. Sonst sind eigentlich alle gleich geblieben. Deswegen, ja, okay, wundert mich, aber ist auch mal ganz gut, wenn es auch soziale Mensen gibt. Da können sich ja andere ein sehr großes Beispiel dran nehmen. Und auch wie man Gerichte zum Beispiel sinnvoll und richtig kochen tut, wie ein Chicken Tikka Masala. Ja, hier haben wir, wie gesagt, das Gericht. Schön lecker, große Portion, wird man dicke satt. 3,20 ist trotzdem immer noch in Ordnung. Deswegen hier eine 9 von 10 für dieses Gericht. Dann habe ich mich mal an ein Nudelgericht getraut, auch wenn ich es persönlich ja Nudeln nicht sehr mag. Hier in dem Fall Pasta mit Süßkartoffeln, Ziegenkäse und Spinat. Das Ganze sah so aus vom Mittwoch, 25.05.2022, 2,20 Euro. Man muss auch noch dazu sagen, für alle, die sich ja wundern, Mittwoch geht doch eigentlich nicht in Paderborn. Das Problem war, ich habe verschlafen. Das ja, war sehr interessant. Ich habe quasi verschlafen, weil ich muss an den Tag ja wie gesagt zum Studium nach Marburg. Habe komischweise verschlafen, weil ich auch irgendwie an den Tag zuvor nicht sehr gut eingeschlafen bin. Und ja, der Körper hat dann gesagt, nee, du brauchst da mal ein bisschen mehr Schlaf. Und als ich dann wach geworden bin, ja, war es dann ein bisschen zu spät, zu der Veranstaltung nach Marburg zu fahren, weil jetzt kein Beinbruch. Allerdings, es war zeitlich noch so, dass ich mich schnell anziehen konnte und mindestens nach Paderborn noch kommen könnte in die Mensa. Theoretisch hätte ich auch nach Marburg in die Mensa ohne Problem gekonnt. Allerdings, wenn man dann halt nur noch die Mensa-Frage hat, dann ist die Frage ja sehr eindeutig geklärt. Und das haben wir, wie gesagt, hier für dieses Experiment genommen. Wir haben hier Pasta, Nudeln und wir haben hier eben dieses Topping. Ich finde dieses Topping sehr interessant. Süßkartoffel, Ziegenkäse, Spinat. Es ist eine sehr interessante Kombination, muss man ganz klar sagen, die mir allerdings sehr gut geschmeckt hat. Also das war eine sehr schön interessante Kombination, die man auf jeden Fall empfehlen kann. Ich finde es natürlich vom Verhältnis her ein bisschen schwierig, weil es ist einfach ein bisschen zu viel Nudeln auf den Teller statt die Soße. Und deswegen wurde es halt so am Rand eine sehr trockene Angelegenheit. Das ist halt auch so das Problem, warum ich persönlich keine Nudeln mag, weil man kennt das ja früher so Anfang der 2000er Jahre, häufig in Jugendherbergen gewesen, damals, ja, man kannte es ja nicht anders, da gab es ja irgendwie immer nur Nudeln zum Mittagstisch, ist ja heutzutage hoffentlich ein bisschen anders und ja, es gab halt immer Nudeln mit Bolognese, ne? Und
Problem ist halt, Bolognese besteht ja zum größten Teil aus Tomatensoße. Das ist dann natürlich ein ganz großes Problem bei mir. Das heißt, ich musste immer die Nudeln trocken essen, weil ich nun mal keine Tomatensoße mag. Und ich finde es auch immer fürchterlich. Das ist zwar immer ein bisschen kleinig, aber ich finde es fürchterlich zu sagen, ja, okay, ich habe ein Fleischgericht quasi gebucht und dann wird dann so etwas serviert, ne, wo so ganz minimale Fleischstücke drin sind in so einer Bolognese, wo ich mir auch mal denke, ja, okay, ne, aber wie gesagt, das hier war soweit in Ordnung, deswegen kann man auch eine gute 8 von 10 geben. Es war ja auch preislich relativ günstig, deswegen ist das auch, und auch gerade wegen dem interessanten Topping kann man da noch sagen, okay, ist eine 8 von 10. Dann haben wir noch eine Hirse Zucchini Pfanne mit Weißkäse, Kürbiskern und Kräuterdip. Das Ganze sah so aus, plus noch für 60 Cent die Bratkartoffeln, macht dann zusammen 2,80, also auch wieder 2,20, plus 60 ist 2,80. Dies Gericht Freitag, 24.05. wurde allerdings, das habe ich hier tatsächlich auf der Folie nicht geändert. Es war tatsächlich am Freitag wirklich so, dass es tatsächlich wirklich nur diese drei Gerichte im Mensa Forum gab. Also die Akademika sowie auch die Café, die waren geschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit dem Feiertag zu tun gehabt am Donnerstag. Ja, aber trotzdem ein schön leckeres, ausgewogenes Gericht, das sehr gut auch gesättigt hat. Natürlich zusätzlich die Bratkartoffeln noch ein bisschen mehr. Auch hier haben wir wieder, wobei hier haben wir eine Vier-Kombi, also Hirse, Zucchini, Weißkäse und Kürbiskerne. Ne, und einen leckeren, schmeckhaften Kräuterdip dazu. Also auf jeden Fall auch wieder gute Kombi. Schön viele Zucchini-Stücke auch mit dabei. Genau, Käse auch. Hier auch noch sehr leckere Bratkartoffeln. Ne, wurden auch gut ordentlich gewürzt. Sehr gut. Deswegen also auf jeden Fall ein dick sättigendes Menü für 2,80. Kann man sich auch wieder nicht beschweren. Super tippitopp. Und deswegen kann man hier auch eine 8 von 10 geben. Ja, bei der Platzierung. Trotzdem Nudeln auf der 3, auf 2 die Hirse Zucchini Pfanne und auf Platz 1 der Salat. Der Salat, wie gesagt, eine 9 von 10. Die anderen beiden hatten eine 8 von 10. Ich habe ja so ein bisschen angedeutet, die Pasta so gerade so noch vielleicht eine 8. Ne, deswegen ist die Hirse-Zucchini-Pfanne natürlich dann auf die 2 gerutscht. Ja, das dazu. So, nächste Woche ist ein wenig verwirrend, weil dieser Speiseplan, den es in Paderborn gibt, ist sehr verwirrend. Also am Montag sind gar keine Gerichte vorhanden. Obwohl jetzt am Montag ist jetzt kein Feiertag oder sonst was. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da der Fehler ist im Prinzip. Deswegen weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kann Mutter eh nicht. Deswegen ja, also einfach mal auf der Webseite vom Studierendenwerk Paderborn oder in der App einfach mal gucken, ob sich da was aktualisiert. Wobei man sagen muss, auf der Webseite wird es immer vorher. Also in der App dauert, hat das immer ein bisschen Verzug quasi. Ja, also wir haben Folgen, also aktuell haben wir tatsächlich nur drei Gerichte, die hier stehen. Wir haben dieses Gericht, die Reisbällchen mit Erdnussbambussoße und Koriander. Das für Dienstag, das hier geht rüber auf den Mittwoch. Das Putengestütz mit Champignons. Und am Donnerstag gibt es nochmal Pierogi Pelmeni auf der anderen Seite. Das Putengeschnetzelte wird dann mit Leipziger allerlei wahrscheinlich kombiniert. Ja, genau. Also, und das ist eben das Verwirrende auch noch an dem Ganzen. Also hier am Dienstag ist, also hier habe ich wie gesagt so einen Schrägstrich gemacht. Das sind zwei unterschiedliche Gerichte, weil es hier nicht mehr reingepasst hat. Am Dienstag werden zig Gerichte angeboten, also mehr eigentlich als sein sollte. Normalerweise werden mindestens vier Gerichte angeboten. Also klar, es kann auch sein, dass es auch mal ein fünftes gibt, aber hier fehlen zum Beispiel zwei Gerichte. Definitiv, deswegen ist halt am Freitag momentan noch so ein großes Fragezeichen, wo ich halt nicht weiß, weil ein Germknödel, der ist ja mit so Pflaumenkompott,
gefüllt. Fisch muss ich nicht haben und das sowieso schon immer nicht. Ne, deswegen, ja, ist der Freitag momentan noch ein bisschen offen. Ja, dann kann ich auch mal den Speisplan hier von unserem tollen Studiwerk wieder in Marburg zeigen. Das war der Speisplan von Kalenderwoche 17. Ja, und in 22 wird natürlich wieder 1 zu 1 kopiert, mit der Ausnahme, dass man die Bauernfrikadelle vom Bistro hochgezogen hat und hier hat man dann halt einfach ein anderes Nudelgericht herausgezaubert und man soll sich da dadurch nicht krönen. Ne? Ach, wir haben ja jetzt ein super tolles neues Gericht erfunden. Ja, wunderbar. Ne? Also damit soll man sich jetzt nun wirklich nicht krönen. Ja, und bei der Preiserhöhung ist schon ziemlich heftig. Ne, hier haben wir einen ganzen Euro für diese asiatischen Gemüsepfannen mit Tofu und Mienudeln. Schon sehr unverschämt mal wieder. Ja, wir haben auch sogar Verringerung und das auch noch bei Spare Ribs. Chicken Tikka Masala auch. Ja, Kokosreis, okay, das verwundert mich. Ne, aber hier so Spare Ribs eigentlich so das Edelste vom Schwein, kann man eigentlich fast sagen. Ne, deswegen ja, wundert es einen. Ne? Aber sonst auch hier, aber auch teilweise diesmal bei Fleischgerichten, wie hier bei der Frikadelle, beim Chili con Carne und bei der Bratwurst. Ne, also sehr seltsam manchmal. Aber es geht halt gar nicht. Und wie gesagt, Vorsicht am Montag vor der Chicken Tikka Masala. Ja, weil das können die ja nun wirklich nicht. Ne, also da wirklich die ganz große Warnung vor. Ne, ich hatte da auch auf Instagram so eine Warnung ausgegeben. Muss ich jetzt mal gerade mal gucken. Genau, hier haben wir die Folie dazu. Ja, das ist die Folie, die ich quasi auf Instagram veröffentlicht habe. Mit der Warnung, wie man einen Chicken Tikka Masala macht und wie man es eben nicht macht. Ne, zumal es ja an dem Tag manchmal Reis gab und dann wird hier so eine Hähnchenbrust serviert. Ne. Chicken Tikka Masala ist ein Hähnchengeschnetzeltes oder Gulasch oder wie auch immer. Ne. Und das wurde ja hier in Paderborn auch gemacht, richtig. Ne. Und ja, hier hat man ja dann noch die drei Zwangsbeilagen. Hier habe ich halt zusätzlich den Reis genommen. Ja, und dann hat man es so. Das, wie gesagt, dazu. Das heißt, wir haben für die kommende Woche am Dienstag die Reisbällchen mit Erdnuss, Bambus, Soße und Koriander. Als Backup dann nach dem Studium quasi wartet dann am Abend das Putengeschnetzeltes mit Champignons auf mich und am Donnerstag die Pierogi mit Quark-Kartoffelfüllung. Das sind also russische Nudeln. Quasi, ja, Freitag steht da natürlich noch offen. Ich hoffe mal, dass da noch irgendwas geben wird. Deswegen Freitag, wie gesagt, noch offen. Das wäre es damit für diese Woche von der Mensaktik. Diesmal ja nur wieder Paderborn. Aber wie gesagt, Paderborn ist auch tausendmal besser. Und ja, am Mittwoch 9-Euro-Ticket. Beziehungsweise dank Semesterticket ist es ja schon mit inbegriffen. Also es kann auch sein, dass es ein bisschen in den kommenden Wochen auch ein bisschen so auf Tour geht, dass dadurch Gerichte ausfallen. Ja, also einfach mal schauen. Das wäre es damit für diese Woche. Bis zur nächsten Woche, wie immer Sonntag 19, nicht 19 Uhr, 15 Uhr. Und das wäre es damit und ciao.